willkommen, Leute. Tracker, nicht Tracker, Zuschauer, Abonnenten. Hier im Eurotruck Simulator 2. Ja, neben mir der Pascal. Mahlzeit. Ein guter Freund von uns. Da daneben der Starving. Ja, halli, hallo. Und den Bleibrecken. Hey, grüß Deutsch. Das hat sich ja mal komisch angehört heute. Ja, und wir haben uns wieder einen Frachter ausgesucht. Ihr geht nach. Wer will's verraten? Hamburg. Verräter. So gut. Meine Zuschauer sehen es, weil es gerade eingeblendet haben. Ja, ja, außer, LKW muss dann abliefern. Genau, außer Pascal, der fährt nach Rostock eigentlich. Ja, fährt er aber nicht nach. Folgt uns nach Hamburg, lässt seine Lieferung dann in Hamburg stehen und sagt sich, komm, bis nach Rostock könnt ihr selber holen. Genau so ist das. Genau so ist das. Man soll ja dem Gas geben, die Handbremse lösen. Das sollte man, ne? Dann fährt er immer mit Lenkrad, das sieht zumindest so aus. Also laut Lenkung gerade zu urteilen, ist da vor mir gerade der Andreas 0104 1983. Anscheinend sein Geburtsdatum, anscheinend, weißt du nicht, am 1.4.1983. Kommt hin, ja. Den April-Scherz, interessant. Der fährt anscheinend mit Lenkrad, hab ich die Vermutung. Als er mich eingeschlagen hat, Ja gut, mit der Statur kannst du auch so einschlagen. Ich weiß nicht, was er jetzt macht hier, aber ich will gerne hier rausfahren. Und mit Maus kann man auch so einschlagen. Warum fährst du eigentlich diesmal vor, Bloody? Weil ich jetzt mal vorfahre. Ja, damit ich wieder Gas geben kann, sag ich. Die Kurve kriegst du sowieso nicht. Und aber er die gekriegt hat, ganz knapp. Ja, ja. Oh, ich werde bestimmt wieder noch rein bleiben, ja. Aber mach du bleibst mal die, genau, Rundumleuchte aus. Ich bleib mal. Ja, mit Tieflader fahren die Anfangszeiten ist gar nicht so einfach. Also das ist schon, hat's schon Indus. Ja, komm schon. Die. Jo, da schon wieder. Ja, das ist der, der da einpacken will. Und Pascal steht voll im Weg. Der sieht nix. Oh, ich hab's eigentlich geschafft. Tja, dann muss er sich eine bessere Suchcreme besorgen. Warum passiert mir das immer? Ja, keine Ahnung. Warum bleib ich immer hin? Keine Ahnung. Ja, jetzt war der LKW wieder größer, wie ich gedacht habe. Vom Ausholradius her. Hier in der Dahl grün. Nein, der ist grün-schwarz. Ich dachte jetzt schon, da klebt ein kleiner Teil drin oder so. Dein Auflieger ist übrigens von München. Mein Auflieger? Was, mein Tieflader ist von München? Nee, von Nürnberg. Nee, von München. Ja, warte, nun. Hab schon M hinten stehen und N. N. Der sah aus wie M. Okay. Was sind denn eigentlich so eure Lieblingsanhänger hier? Beim Pascal will sich ja schon, ist dann Kipper. Genau. Ja, also ich habe ehrlich gesagt, habe ich gar keinen Lieblingsanhänger. Und kein Problem, macht nichts. Was fährt denn Starving gerne so? Ja, eigentlich fahre ich gerne diese Containerwagen. Okay, und was hat Tommy so für Vorlieben? War eigentlich alles klar. Gut, ich bin ja gespannt, wenn ich einen Hubschrauber fahren kann und dann kann ich euch sagen, was ich gerne fahren. Der zieht davon nicht schon wieder weg wie Brötchen mit warmen Semmeln. Oh, 49 km/h. Weil Brötchen mit warmen Semmeln.
25 Stunden. Weißt du, dass das eigentlich jetzt gerade ja, doppelt gemoppelt ist? Ja. Bei uns sind es ja Semmeln. Brötchen. Meinst du? Semmeln, oder? Ich meinst nicht nur, es ist so. Okay. Und wo ist Semmeln? Bei Bayern sind es Semmeln. Okay. Wo ist denn es noch? Was gibt's noch so für also Benennungen von Brötchen? In Berlin sind es, glaube ich, Becken. Was Becken? Becken. Beck. Das ist wie wenn der Wecker klingelt, den musst du mal wecken. Achso, stimmt schon. Das ist, glaube ich, in Berlin. Doch, wo es war noch scheiße, keine Ahnung. Wo ist denn bei den Schweizern? Was war es denn bei den Schweizern? Ach du Schade, da warst du mich jetzt aus. Ach du Schade. Schokri! Hättest du mich das vor der Aufnahme gefragt, hätte ich schnell die Schweizerin fragen können. Ja, das ist schon vorneweg nicht. So, 54 km, oder? Ah, ich geb Stoff und Stoff und Stoff. Doch, man sieht nix. Ja. Und jetzt? Ja, jetzt gibt der Gas. Jetzt ja, bist du wieder in der Außenperspektive, gell? Ja, Schlussstoffperspektive. Da kann ich aber nicht nur links und rechts gucken. Das ist halt das Bescheidene und getan. Also kannst du da nicht links und rechts gucken? Weil ich da nicht links und rechts gucken kann. Es geht nicht. Geht nur geradeaus. Hä? Mit der Außenperspektive kann ich auch nur mit der Maus links und rechts gucken. Oh Gott. 25 Tonnen hier nach oben schieben. Soll ich helfen? Ne, lass mal lieber. Das sagt derjenige, der sonst immer nicht vorankommt. Nee, ich so, ich muss ein bisschen ausholen. Ich muss ein bisschen hart ausholen, ja. Ach du heilige Mutter Maria. Das ist die heilige Mutter Maria, die drei raus. Boah. Ja, noch mehr. Hab ich's? Ja, ach, du hast. Fahrt zu hier. Und die Leitplanken sind auch noch sauber. Ach ja. Wenn ich richtig gelesen habe, ist ja der Multiplayer immer noch im Alpha-Stadium oder so, ne? Ja. Oder ist es ein Beta geworden, ne? Nein, ist nur im Alpha-Stadium. Ja, man kommt denn überhaupt so immer so mal von Alphas gesprochen, weil es gibt ja bei Steam viele Early Access und das sind ja größtenteils Alpha Games. Sind schon jemals von euch bekannten Steam-Spielzeiten schon mal irgendwelche Early Access mal rausgekommen aus dem Alpha oder Beta als zum richtigen Spiel geworden? Also nicht, dass ich jetzt wüsste, ne? Ich hab keine Ahnung. Weil ich hab bis jetzt noch keine Early Access wirklich gespielt. Ich glaube, Space Engineers ist in die Alpha. Die Beta, Beta. In die Beta. Gegangen letztens. Echt? Ich meine, sowas gehört zu haben. Also, ich hab mal ein einziges Spiel in den letzten Wochen gesehen. Ich fällt es gar nicht ein. Was wirklich von Early Access in den Laden gekommen ist. Kennt ihr gar nicht, was ist denn das? Mit so einem Männerkicken und so einem Schild und so einem Schwert, das ist so gelblich. Oh Gott, das kann ich beste Weg. Schwert, gelblich? Okay, Minecraft hat Minecraft wird nie, Minecraft wird nie fertig sein. So viel wie es Versionen, wie es innerhalb von 5 Monaten gibt, das geht gar nicht. Da wird es nie Ende geben. Tommy? Nicht. Was soll los sein? Weil du in die Warnblinkeranlage gegangen bist. Dann hab ich meine Teste vertauscht.
Ich habe ja das Bild, ich werde die Tastatur einblenden, das sage ich dir. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ah ja, das geht ja bloody gar nicht. Was? Ja, weißt du gar nicht, wie meine Tastatur aussieht. Ja. Nee. Also, meine Mutter würde damit überhaupt nicht zurechtkommen. Lass mich raten, das siehst du, erkennst du nichts mehr, was ist. Ja. Total abgegriffen, das Ding. Zumindest was die linke Seite ist. Vom Buchstaben. Na gut, bei mir ist auch das S total abgegriffen, ne, also. Na, bei mir ist ja nicht nur das S weg. Die oberen Fünfer von Buchstaben. Dann die mittleren Vierer. Und die unteren Vierer. Okay. Eindeutig zu viel WASD-Spiele gespielt. Wobei ich noch nicht mal mit WASD spiele. Ich spiele eigentlich nur mit den Pfeiltasten. Okay. Gatti, wie viel fährst du da vorne? 80. Darwin, wie viel fährst du hinter mir? 60. 55 momentan. Immer noch? Zieh gerade an. Aber wir müssen auf die Mittelspur, Freunde! Gut, dann seid ihr ja gar nicht so weit von mir entfernt. Ja, wir sind gerade beim ersten 300 Meter Schritt, nee, 200 Meter. 64 Stundenkilometer. Also ich habe gerade mal meine, also ich habe letztes Mal meine Tastenbelegung umgesetzt und meine rechte Maustaste ist jetzt Lichthupe. Okay. Weil das Hupen, oh ja, ja, ich hupe auch mal wieder. Weil mal so, mal nicht hupen, sondern mal Lichthupe geben, dass man ein bisschen dran gewöhnen kann, ja. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt sieht. Wenn es hell ist, wahrscheinlich. Heiko, meinst du jetzt Lichthupe? Ja. Ja, das sehen die anderen auf der anderen Fahrbahn. Ja, kommt auch auf die Grafikeinstellung an. Das stimmt. Bei den anderen. Mittelspur bleiben, kann das sein? Jo. Jo. Die A1 müsste doch die allererste Autobahn sein, oder? Aber mich wundert, dass ich trotzdem bei euch nur 60 fahre. Obwohl, ja, ich in der, 65. Obwohl ich in der Stoßstangenperspektive bin. Hm. Also wie gesagt, ich fahre die ganze Zeit. Auch. Also ich könnte die ganze Weile Mittelspur bleiben. Ich sehe auch gerade, dass mein Ping ziemlich hoch ist. Ich hab Platti gar nicht mehr auf dem Ding. Ja, ich drauf. Auch nicht. So weit weg ist. Ja, mein Ping, der schwankt zwischen 54 und 200. Ich hab so 33. Und 30, ja, das hab ich auch. Also in dem Bereich liege ich auch, so zwischen 30 und 33 ungefähr. Nö. Ja, nebenbei TS offen, danach WhatsApp auf dem Computer. Was auch nebenbei noch im Hintergrund läuft, was ich aber auch stumm geschaltet habe. Ach, Pascal übrigens, es wird auch mal einen Livestream geben von ETS 2. Wenn du Lust hast und zeitmäßig passt, kannst du ja gerne mitfahren. Naja, klar, also da bin ich dann gerne dabei, ja. Muss ich dann halt nur gucken, wie es passt, ne? Ja, dann aber ich sag euch dann auf jeden Fall nochmal Bescheid. Ah, das wird nicht kein morgen und kein nächste Woche sein, sondern es ist halt mal mit angedacht dann. Ja, ist doch nicht schlimm, vorher, also ich finde das cool, sowas. Nö.
Weil ich habe schon mal einen Test-Stream gemacht von ETS 2 Multiplayer und hat eigentlich auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Erstaunlicherweise, ich muss sagen, das mit einer 16K-Leitung. Ne? Gut, ich habe einen doppelten Upload bekommen von der Dachmal Telekom. Das macht schon viel aus. Naja, sicher, klar. Ne? Das macht auf jeden Fall viel aus. Das ist keine Frage. Okay, kannst du mal da vorne bitte ein bisschen langsamer fahren. Jo, weißt du schon selbst denn der hier vorne schon fährt schon bald einholen, ey. Geht da gar hin. Immer runterbremsen. Starwing von hinten überholt einer. Danke. Geh mal runter auf 60. Starwing, was hast du drauf? 50. Geschwindigkeit. Dann muss er mal auf 45 runter. Ey, hier nennt sich einer World Wide Web. OMG. Das sind dann die Leute, die keine Ahnung haben, wie sie sich nennen sollen. Dass sich 10.000 also, Mal umbenennen. Also für mich gibt's nur einen Namen. Not für mich auch. Also früher hieß es mal Goldie, ne? Mal so nennen. Goldie. Ja. Bis ich an World of Warcraft gespielt habe. Wie und bist du auf den Namen Goldie gekommen? Oh Gott, das willst du nicht wissen, oder? Sonst hätte ich nicht so blöd fragen, ey. Schuhgräben. Und zwar hat das was damit zu tun, in, wo ich noch, sagen wir mal, klein war, also Grundschule war, so Richtung Realschule, hat mir mal meine Mutsch mal die Haare gefärbt. Und zwar blond gefärbt. Und das ist nicht blond geworden, sondern so goldfarben. Und die Lehrerin, meine Klassenlehrerin in der Schule, hat mich gesehen und sagt, oh, ein Goldie, ist der nicht goldig? Und seitdem an war das dann eben Goldie gewesen. Und um mich dann eben damit nicht ärgern lassen zu lassen, weil das so ein cooler Name ist, man musste halt dann schon mitmachen. Und hab ich geblinkt? Nee. Ups, Entschuldigung. Und ja, dann hab ich eben Goldie gehabt, ne? Deswegen. Goldie. Bis ich auf World of Warcraft gekommen bin und dort hab ich dann meinen Druiden, weil ich ein Drachenfan bin. Ich bin ein richtiger Drachenfan. Alles, was so Fantasy-Drachen sind. Ja, guckst du doch bestimmt der Dragonheart. Oder hast du es geguckt? Nee. Ja, Dragonheart hab ich geguckt, ja. Da, geguckt hab ich ja. Es gibt das Dragonheart, gibt's ja glaube ich auch noch als Spiel. Ja. Das weiß ich nicht. Also, ich gucke auch gerne Drachenfilme, ne? Aber nur so lange die Drachen nicht umgebracht werden. Siegfried! Fällt mir da spontan ein. Zum Beispiel. Vor allem in der Höhle der Schatten vom Drachen ist so riesengroß und dann kommt so ein kleines Winzling-Ding. Ja, genau. Und dann noch die Stimme von Enzo Schröder, der ist sauber hart. Ne? Fand auch cool. Nee, aber ja, genau also, zum Beispiel. Ja. Also wenn wir jetzt schon mal gerade dabei sind, was habt ihr denn so in eurer Kindheit an Kindersendungen oder überhaupt an Lieblingsfilmen geschaut, wenn wir schon mal dabei sind? Also, Wo ich erst mal einen Fernsehen gucken durfte. Hieß es Sandmann, Feierabend, Bett. Genau. Also da war noch Sandmann-Pflicht und dann da Sandmann ab in die Koje. So, reiche Filme im Fernsehen haben wir damals nicht geguckt. Unsere Eltern haben dann hier Ariel geholt. Meerjungfrau. Mussten wir uns reinziehen. Musst du auch wie jeder, oder? Entschuldigung, Mama, wenn ich das jetzt so sage. Ja, das musste sich, glaube ich, wirklich jeder reinziehen, also da blieb keiner von verschont. Und, dann, warte mal, was war da? Die russischen Geschichtsfilme. Von schon mal Hammerklasse. Wie, ja, Hexe Baba Yaga, der kleine Muck und sowas. Ist doch cool.
immer noch klasse gewesen. Finde ich genial, den Film. Also, die gucke ich sogar heute noch gerne. Ne, ich auch noch, ne? Ja, bei mir gab es damals auch Sandmann und dann auch Bettzeit. Ja, und dann kam es Tom und Jerry, Asterix und Obelix. Genau, Tom und Jerry, das war der Hammer immer. Ne? Ja, vor allem meine Mutter hat mich dann immer geärgert. Die hat dann immer gesagt, du bist Tom. Meine Schwester war dann Jerry. Meine Halbschwester, die größere. Okay. Weil wir hatten uns auch immer in der Wolle. Wir waren nie unter den Katzen eigentlich. Ich will Katze Maus. Das war schon Wahnsinn. Ja, bei mir. Ja, was kommt noch für Filme? Dann haben sie nach Heinz-Reihe gekauft. Oh Gottes Willen. Dein Bild. Ja, ich hab's gemerkt. Aber ich mag die Filme trotzdem irgendwie. Sorry, Starwing. Mit so, nicht schlimm. Ich weiß nicht, was manche Leute nichts passiert. Geht, ne? Aber ja, Starwing hast du zum Beispiel für Filme. Also bei mir gab's auch so eine Zeit lang nur das Sandmännchen und ins Bett. Aber irgendwann durfte ich dann selbst Fernsehen gucken. Und da war dann zum Beispiel bei RTL 2 die Bim Bambino Show. Da war zum Beispiel gelaufen die Mutant Hero Turtles. Da war. Ja, die Serie in Zeichentrick. Ja, ja. War auch genial. Da war gelaufen die Star Sheriffs. Was war da noch gelaufen? Die Schlümpfe. Also. Ja, die haben wir immer geguckt. Alles so durch die Bank weg. Das war ja noch Sailor Moon zum Beispiel. Zeichen. Die Sailor Moon kommt erst später dann. Ja, Mila Superstar war auch keine schlechte Serie. Because. Ja, jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie das andere heißt. Das ist ein Fußball-Anime. Kickers. Ja, Kickers, beziehungsweise Tsubasa Usora. Tsubasa, genau. Tsubasa, genau, so rum. Mit Subaru. Tsubasa Usora. Nee, Usora. Wie ist der? Was ist denn hier los? Wo denn? Muss jemand zusammen Bilders? Nee. Bin ich wieder Insta oder was? Ich bin hier bei. Scheint wohl. LKW-Logistik. Der hat sich eh noch festgefahren. Und der will ja uns nicht schreiben lassen. Geht denn hier ab, ja? Da bin ich auch bei LKW-Logistik. Jupp. Das wär's geil. Da fährt einer fast durch mich durch. Ja, ich hab. Aber ich glaube, ich hab meinen Trailer hier auf der Rampe. Wenn ich das im Spiegel richtig sehe. 10 Meter von der Ablieferplatz weggeht, das gibt's doch ja, nicht. Ja, du kannst deine Hupe wieder abschalten. Ja, Mann, wir wissen's. Oh. Ja. Schuhcreme. Ja. Oh. Junge. Oh, ein bisschen mehr von hier kommen. Oh, wer versucht da einzuparken? Ich. Wer ist ich? La Familia. Farming. Witzig. Richtig witzig. Ja, dann kannst du mir sagen, ob ich jetzt ungefähr richtig bin mit meinem Trailer. Ach man, wenn der Depp da nicht stehen täte. Vorsicht. Mein Trailer. Ja, ja, dein Trailer, der springt hier rum. Wie, der springt hier rum? Der springt hier rum. Muss ich mir bei dir angucken. Also heute Pascal, für was denn? Was? Für was denn? Sorry. Hab ich gar nicht geschrieben. Ja doch, du hast gerade sorry geschrieben. Was? Tut mir leid, Leute, ich kann so nicht parken. Also nicht, wenn da einer drin steht. Oh, nee, es war ein anderer Drucker. Nein, DTL. Ich,
habe gerade versucht, über diese Fernsehkamera zu parken. Ja, das geht in den letzten beiden Folgen hat es funktioniert, aber hier nicht. So, wo treffen wir uns? Ich würde sagen, wir bleiben hier. Bei LKW. Wenn wir drei sowieso einmal hier sind. Eben, weil hier hast du auch jede Menge Platz. Hier ist ein riesengroßes Firmengelände. Da können wir uns auf der Rampe draufstellen. Weil die Rampe ist auch groß genug. Ja, lässt er mich jetzt einpacken oder soll ich den jetzt einpacken lassen? Ich lasse den jetzt einfach mal einpacken. Ja, Martin, du könnt euch mal entscheiden mit eurem Mist hier. Ist ja schlimm hier. Schuhcreme. Stellt euch doch da auf der Rampe drauf. Ihr sollt nur die Handbremse dann anziehen. Junge, 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 Junge. Ach nee. Oh. Bei LKW seid ihr. Also vor, ich schätze. Jo, bei LKW sind wir. Hier rechts rum. Grün hab ich, frei ist auch. Wenn ihr jetzt hier mal fertig wäre. So. Zack. Dann geht ab die Post. Jawohl, ausgezeichnet. Hier ist ein Iveco hin. Ich glaube, hier waren wir schon mal, oder? Ja, hier waren wir schon mal. Und immer noch kein Level Up. Echt nicht? Nein. Ganz knapp davor, aber das war's auch. Entschuldigung. Oh, hab einen Grund. Der fährt richtig giftgrüner rein gerade, siehst du das? Nicht ja. Blatti, sondern der ganz grüne da, der giftgrüne, ja. Das sieht richtig neon aus. Richtig cool. Ja, also das, ja, ich weiß, was du meinst, Darwin. Giftgrün, wo? Ach, da hinten. Ich hab den gerade mal in Nahe. Mr. Mage. Sieht cool aus, das Ding. Tommy, also. Hä? Shake it, baby. Shake it, baby. Yeah. Ey, Tommy, du kennst doch bei Minecraft doch die Enderman. Ja. Wenn sie das Maul aufreißt. So dieses. So hat gerade ein LKW gemacht. Ja, richtig gut. Da passt noch nicht mal mehr eine Fliege zwischen mir und Pascal. Das habe ich mir gedacht. Platti kriegt man doch nicht, nein. Jo, während Platti dann auch versucht, sein LKW hinzustellen, moderiere ich dann schon mal ab. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Und da bedanke ich mich auch dafür. Falls es euch nicht gefallen hat, aus welchen Gründen auch immer, schreibt es uns in die Kommentare, denn einen einfachen Dislike, mit dem können wir nichts anfangen. Sorry. Im Grunde grüße ich dann noch alle Zuschauer, alle Spontanzuschauer in dem Fall sogar, alle Abonnenten von uns allen gar. Obwohl, deine Frau. Pascal, hast du Abonnenten? Nee, noch nicht, nee. Blöde Frage, ich weiß, gemein. Ansonsten grüße ich dann noch unsere Frauen, sprich Bloodies, Tommy und meine. Jo, und weiß nicht, Pascal, hast du Frau? Ja, Frau. Gut, dann grüßen wir auch Freundin oder Frau. Frau. Und ja. Und deine Katze, deine Katze. Meine Nervenkatze. Mega. Ich weiß aber momentan nicht, wer mehr nervt, meine Katze oder meine Frau.
Ich versage um beide. Gut, nichtsdestotrotz immer mal weiter. Ich suche alle Grüßen und ja, bis hoffentlich frei mein nächstes Mal alle einschaltet. Und wird halt auch ein paar Folgen ohne mich geben, damit wir es Oma leben können. Der Chef ist Oma nicht da, der zweite Chef. Also, ich sage erstmal bis dahin, ciao. Ja, ich brauche eigentlich gar nichts mehr sagen, weil es wurden schon alle gegrüßt. Und damit verabschiede ich mich ganz herzlich und danke fürs Zuschauen. Ja, ich bedanke mich erstmal recht herzlich, dass ich mitfahren durfte. Es war ein super geiles Erlebnis und ich freue mich natürlich auch auf weitere Fahrten. Und vielleicht sehen wir dich ja öfter mal hier mit bei uns. Hi? Vielleicht sehen wir dich ja öfter mal mit bei uns hier. Ja, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil es hat riesengroßen Spaß gemacht und ich kann es echt nur anderen Fahrerkollegen, die unterwegs sind, nur empfehlen. Und fahrt vernünftig, fahrt ordentlich, dann macht es noch umso viel mehr Spaß, anstatt immer in die anderen reinzufahren. Sowas muss nicht sein. Also ich kann nur sagen, top und vielen Dank. Ja, die Wette gilt. Und wenn ihr auch das Erlebnis haben wollt, wie Trucker hier, sprich unter Pascal, dann schreibt uns an. Unsere Informationsdaten genau. Stehen unten in der Info. Jetzt habe ich schon wieder argumentiert mit meiner Hand. Das ist richtig genial. Wie gesagt, in den Infos unten, in den Beschreibungen unten stehen unsere... Da unten, ja. Achso, das ist ja meine Scheiße. Unsere Infodaten. Da könnt ihr uns anschreiben, wie es aussieht. Ey, ich hätte Lust mitzufahren. Lieben gern. Macht es wie Trucker. Ihr seid gern eingeladen. Da unten steht's. Guckt. Da, da. Genau, das gibt's doch nicht. Ich hab zwar schon Tschüss gesagt, ne? Aber vielleicht können wir Pascal ja überzeugen, dann doch zu Plattsprechen Logistik International zu kommen. Wer ja, weiß. Also das auf jeden Fall. Also ich sag mal, ich sage nicht nein. Ne? Nur. Oh, du sagst dann ja. Ich sag mal so 50-50. Ne, weil ich hab's die Tage gemerkt, also Muldenkipper, das ist jetzt zwar wieder ans Laufen gekommen, aber es ist auch nicht gerade das, wo man sehr viel mit am Fahren ist. Und ja, also für die Leute, die draußen die auch ETS fahren, sage ich kann es euch nur empfehlen, fangt damit an, mit Muldenkipper zu fahren. Wenn ihr dann noch Spaß habt, dann könnt ihr alles andere auch. Aber wie gesagt, für mich ist es. Auf Dauer ist es nichts und ich werde dann auf jeden Fall zu dem Blood Dragon Logistik werde ich dann hinzukommen. Das hört sich gut an, ein neuer Fahrer. Herrlich. Oh, das steht noch in den Sternen alles. Ja, und das war's auch für heute und bis dann auf Wiedersehen. Und ich verabschiede mich in der Hinsicht mit einem. Ciao! Ciao!